Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder Thema ohne Führerschein, Autofahren, das geht. Und da möchte ich euch heute ein besonderes Exemplar zeigen, was es ist einfach wieder gelungen. Es muss man sagen. Es war ein Haufen Schrott und ist jetzt ein Haufen Gold. I'm so tired of these late night talks, saying things that we don't mean, that we regret in the morning. Yeah, I just wish we could open up, be a little more honest. This is getting exhausting. Yeah, can't do one more night of having to sleep on the sofa. I just wanna figure it out now before it's over. I don't wanna pack my things and be ready to let you go. To let you go, but maybe it's too late to figure it out, to make it through. Maybe it can't wait, maybe it's time, maybe we're doomed. I try to pull you closer, cause I don't wanna go yet. But maybe it's too late to figure it out, to make it through. Maybe it's too late. 160Z. A160Z nennen wir das Fahrzeug, weil das ist der E-Rad Agora. Deswegen A160, ja, und Z für verzinkt. Und wenn man hier reinguckt, das ist schon wieder, ich weiß, für alle, die normale Fahrzeuge fahren, ist das jetzt weit hergeholt, aber für Leute, die wirklich nicht mehr fahren dürfen oder nicht mehr fahren können und die gucken in so einen Motorraum, die werden einfach glücklich gemacht. Weil es ist die letzte Variante, noch mobil zu sein, ohne Führerschein, zu zweit und benzinbetrieben und bis zu 25 km/h. Geht nur noch mit diesen Fahrzeugen. Also alles andere, was so angeboten wird, oh, da wollten wir auch noch ein separates Video machen, wird so viel Schindluder getrieben. Aufschreiben wollten wir auch noch machen. Ja, habe ich. 45 km/h Elektro-China-Zeugs wird angeboten im Internet, dass man die ohne Führerschein fahren kann. Das ist nicht so. Es gibt nur diese Variante, diese sogenannten Krankenfahrstühle, wie wir sie restaurieren. Oder nur neu zugelassene Fahrzeuge bis zu 15 km/h elektrisch betrieben. Und mit einer Person. Und bauartbedingt dürfen die gewisse Abmaße nicht überschreiten. Genau. Zum Beispiel das, was dahinter steht. Sowas ist das. Das ist die Elektrovariante mit einem Sitz. Aber generell sind die Fahrzeuge, die wir restaurieren, natürlich beliebter, weil man da noch bequem mit zwei Personen fahren kann. Und man hat noch Sprit. E ist nicht überall so beliebt. Ja. Obwohl das immer mehr entkommen ist, das weiß ich auch. Gucken wir hier nochmal rein. Man sieht natürlich, das Fahrzeug wird komplett zerlegt, dann wird es gesandstrahlt und erstmal verzinkt. Jetzt sieht man hier noch so Überbleibsel, was rausguckt an Verzinkung. Natürlich, wenn das aus dem Zinkbad wieder zurückkommt, wird alles wieder montiert und natürlich auch erneuert. Man sieht es hier zum Beispiel an, zum Beispiel Stoßdämpfer, Motor ist neu, Auspuff ist neu, Scheibenwischermotor ist neu. Wo so ein bisschen eingespart wird, sind hier zum Beispiel der Behälter, der wurde restauriert und sauber gemacht. Ja, das ist Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit, also alles, was wir denken, was nicht in den nächsten 2-3 Jahren einen Geist aufgibt, wird natürlich neu aufgearbeitet und wieder verbaut. Ich versuche mal noch etwas zu finden, das ist gar nicht so einfach. Ah, hier, Lenkgetriebe wird natürlich auseinandergenommen, restauriert, zusammengebaut, Funktion geprüft und wieder eingebaut. Ansonsten... Gibt es da überhaupt Ersatz? Ja, wir lassen uns mittlerweile diverse Ersatzteile nachbauen. Deswegen müssen wir uns so ein bisschen Schutz nehmen, sind die Fahrzeuge auch so teuer. Wir können nicht in 10.000 Stück uns zum Beispiel Lenkgetriebe oder Stoßdämpfer bauen lassen, um die Kosten geringer zu machen. Umso mehr man abnimmt in der Produktion, umso günstiger wird ein Artikel. Ja. Das schaffen wir nicht. Deswegen können wir bloß immer Kleinstmengen produzieren lassen, wie auch von H&R die Stoßdämpfer. Und dann kostet so ein Stoßdämpfer ja ganz schnell mal 500 Euro. Ja. So, dann ist man schon mal bei 1.000 oder 2.000 Euro Einkaufspreise für Stoßdämpfer. Und dann hat man noch nichts anderes. So, dann kommt der Motor dazu, Batterie dazu. Das ist eine Variante mit Standheizung. Da wird hier der Dieseltank verbaut, separat im Motorraum. Auch hier wieder exklusiv vom Kunden ausgewählt. Schwarzes Armaturenbrett, also alles schwarz gehalten. Tür in Verkleidung, neu bezogen in schwarz. Und hier sieht man auch ganz toll, hier kommt wieder so ein bisschen Zinkrahmen zur Geltung. Das haben wir bewusst auch nicht überlackiert, sondern so gelassen. Damit man auch weiß, was man bestellt hat. Genau. Weil es ist ja auch ein gewisser Aufpreis, es ist viel, viel, viel mehr Arbeit. Da hängen noch zwei Firmen drin, also es muss gesandstrahlt werden, dann kommt es in so ein Säurebad, dann wird es verzinkt. Und dann, wenn alles zurückkommt, ist das Zusammenbau des Fahrzeugs noch viel komplizierter wie generell. Weil wir haben sämtliche Bohrungen verstopft, sämtliche Gewinde sind kaputt.
die wir teilweise schon mit einer Schraube sichern, aber trotzdem muss man alle Gewinde, die in den Rahmen sind, noch separat mit Hand nachschneiden. Ich glaube, die Rahmen verziehen sich auch immer so leicht, ne, beim Verzinken, und dann passen die Kunststoffteile nicht mehr so gut. Ne? Genau, das ist minimal, das sind ein paar Millimeter, wo sich das gestellt, es ist halt ein bisschen dünner hier oben, verzieht sich das, und dann muss man das alles wieder per Hand anpassen, und das dauert dann mal ein paar Stunden länger, wie wenn man das Kunststoffteil abmontiert und wieder dran montiert. Ja. Gucken wir mal im Kofferraum, weil viele denken ja, ey, so ein kleines Auto, wenn man von der Seite das Auto betrachtet, da kann doch nichts mehr im Kofferraum passen. Wenn man so guckt, hier ist der Sitz, ne? Dann denkt man, ey, da ist nichts mehr. Ja, da geht höchstens noch mal so eine Briefmarke rein. Ist ein Raumwunder. Nein, ein Raumwunder ist nicht, aber für einen Kasten Bier, Kasten Wasser und den Einkauf, den man hier oben drauf stellt, reicht das alle Male. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass die Sitze auf Anschlag nach hinten gefahren sind. Also der ist jetzt so eingestellt, dass ich da drin sitzen kann. Das können wir jetzt mal zeigen. Ohne Schnitt setze ich mich jetzt so rein und kann als 2-Meter-Mensch auch bequem drin sitzen. Ja. Das passt perfekt. Passt auch noch 2 Meter Mensch neben. Das heißt, wenn hier 1,30 Meter Mensch sitzt, ist hinten Platz für 2 Meter Mensch. Ah. Kannst du noch im Kofferraum sitzen? Hatte ich jetzt letztens einen Kunden, der wurde von der Polizei erwischt. Ein Jugendlicher, ich nenne keine Namen, hat 2 andere Jugendliche im Kofferraum, was man wirklich nicht darf. Man darf es nicht. Würde ich auch nicht toll finden, weil wenn da irgendwer einer hinten reinfährt, kann es echt böse ausgehen. Ne? Ja, die Fläche ist ja auch nicht dafür ausgelegt, glaube ich. Nein, ne? Überhaupt nicht. Also auf jeden Fall nicht machen, aber ich will es einfach nur erzählen, weil ich so ein bisschen schmunzeln musste. Auf jeden Fall hinten 2 Jugendliche drin, einer auf dem Beifahrersitz und der Fahrer natürlich im Leichtkraftfahrzeug wird von der Polizei angehalten. Jetzt hatte der Kunde glücklicherweise ein Crossover Premium mit getönten Heckscheiben. Und zufälligerweise hatten die hinten auch eine Decke drin liegen, dass sich die Jugendlichen da hinten im Kofferraum so ein bisschen verstecken konnten. Der Polizist hat es nicht gesehen. Hoffentlich guckt er unsere Videos nicht. Der Polizist? Ja, das weiß das nächste Mal, was Sache ist. Naja, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall machen, das meine ich jetzt wirklich ernst. Also viele Sachen machen wir so ein bisschen mit einem Schmunzeln, ne? Ja. Mit den Augen zudrücken, aber Personen im Kofferraum transportieren kann echt sehr, sehr böse enden. Muss nur ganz leicht hinten einer mal reinfahren, dann ist man sofort Matsche. Also, nicht machen. Ich wollte es nur kurz erzählen, weil ich fand die Story allgemein lustig, ne? Ja. Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach, wegen dem 2 Meter Mensch im Kofferraum, ne? Ja. Klappe zu. Ich sag mal, wenn man ehrlich ist, ne? Als Jugendliche macht man so Blödsinn, ne? Ja. Ich bin früher auf dem Moped auch mit 3 Mann gefahren. Ja. Auf Office Simson. Aber man hat auch viel Glück gehabt, so, ne? Ich hatte in meinem Lancer, den ich damals hatte, hatte ich 8 Personen drin. Normalerweise sind 5 erlaubt, das waren 8. Wir waren in Prag, da wurden wir mit 8 Personen transportiert im Taxi. Ja. Egal. Zurück zum Agora. Da haben wir tatsächlich schon öfters Videos bekommen, denn in den alten Anleitungen von den Agora steht noch drin, dass das Dach abnehmbar ist. Also man konnte das früher wirklich hier vorne mit 2 Klammern entriegeln. Da konnte man das Dach runternehmen und dann hat man das, was Schwarzes hatte man offen so als Cabrio gedacht. Ja. Ist geil im Sommer. War immer schlecht bei Regen und im Winter. Deswegen, alle Fahrzeuge, die bei uns restauriert werden, wird das Dach vernünftig verklebt und es ist nicht mehr abnehmbar, also keine Cabrio-Funktion. Denn es hat immer reingeregnet. Ja. Wenn Schnee drauf war, ist es durch die Ritzen reingezogen und das Auto war permanent nass. Und das wollen wir nicht mehr. Und deswegen haben wir auch draußen die unrestaurierten Fahrzeuge innen drin so doll verschimmelt. Weil die, ja, Dächer, ja, ja. Weil die Dächer sind undicht, das Wasser läuft rein und dann Katastrophe. Deswegen kein Cabrio mehr. Ist jetzt auch wieder so eine schicke Variante, hat sich der Kunde bestellt in dieser Farbe, auch auf glänzende Stoßstangen. Also das ist alles frei wählbar. Darf ich fragen, was hat das Fahrzeug jetzt so gekostet in der Konfiguration? Da muss ich eben gucken. Kleinen Moment. So, ja, in der Tat etwas teurer. Wir haben ja gesagt, Exklusivgeschichten, also Fahrzeug hat Standheizung, Vollverzinkung, dann wollte diese Farbe haben. Hier vorne, das wurde mitlackiert, das ist eigentlich auch nicht in Wagenfarbe. Innen drin alles schwarz, Stoßstangen schwarz glänzend. Sag doch mal, dass mein Mikro gar nicht dran ist. Hängt das schon die ganze Zeit herum? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Du guckst mich doch die ganze Zeit an. Winterreifen drauf. Ja, das war's. Da liegt man bei so einem Fahrzeug schnell bei 20.700 Euro mit der Lieferung quasi zu dem Kunden nach Hause. Ich weiß, das ist eine Menge Holz. Aber wenn ihr meine Auflistung seht, wie das Fahrzeug gebaut wird, dann braucht man das Geld. Ja. Wir haben einen Mitarbeiter alleine, ne, der da 3 Monate dran gesessen hat, genau. Das Fahrzeug zu machen.
Deswegen, aber preistechnisch haben wir uns schon oft genug gerechtfertigt. Also die, die uns verfolgen, die wissen, was da für Arbeit hinterhängt. Wir wollten mit dem Fahrzeug heute nur noch mal, wollte ich nur noch mal zeigen, was geht. Ich finde die nämlich total cool. Wir werden auch, ich glaube, nächste oder übernächste Woche wird ein Ligier fertig. So wie da hinten. Oder so wie die Reihe hier. Ja. Die muss Philipp alle noch dieses Jahr ausliefern. Kurz vor Weihnachten. Der hatte 2 Wochen Urlaub und jetzt hat sich das angesammelt, was fertig geworden ist. Jetzt kann er nochmal durchackern. Auf jeden Fall, nächste oder übernächste Woche wird so ein Ligier fertig und den haben wir auch in Sepang blau lackieren lassen, so wie damals den Agora. Ja. Na, ist auch ein sehr schickes Auto geworden. Machen wir auch nochmal ein separates Video. Ist das auch eine Kundenbestellung wegen dem Agora gewesen? Ist ein Lagerfahrzeug. Ein Lagerfahrzeug? Ja, wir haben extra mal zwischendurch haben wir einen Mitarbeiter abgestellt, der ab und zu mal ein Lagerfahrzeug schafft, dass wir auch was zum Zeigen haben und nicht immer dasselbe Lagerfahrzeug. Wir haben, glaube ich, schon den roten Ligier da hinten, irgendwie 1,5 Jahre als Vorführwagen. Der ist schon abgegriffen, ne? Ja, den können wir jetzt nochmal restaurieren, weil der wurde schon so oft vorgeführt und gemacht, dass wir den echt jetzt nochmal unter die Lupe nehmen müssen und dann können wir das Fahrzeug mal so ein bisschen austauschen. Zum Thema Rechtssicherheit, führerscheinfrei fahren. Wenn ihr da Infos, noch mehr oder nähere Infos möchtet, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben auf unsere info@gamma-fahrzeuge-E-Mail-Adresse, die ihr jetzt hier unten seht. Ihr bekommt natürlich alle, die ein Fahrzeug bestellen oder vorab schon, von uns auch schriftlich, dass es Hand und Fuß hat, dass man diese Fahrzeuge ohne Führerschein fahren darf. Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier im Video mit Paragraphen um mich schlage, aber es ist halt ein altes Bestandsschutzgesetz in der Führerscheinverordnung, Paragraph 76 oder so, da ist das genau definiert. Und wir wissen auch, wenn ihr zur Polizei fahrt oder zu einer Zulassungsstelle oder zu einer Führerscheinstelle und sagt, ey, ich möchte mir bei Firma Gamma hier so ein Auto kaufen, fährt 25 km/h, darf ich ohne Führerschein fahren, sagen die alle, durch die Bank sagen alle, nein, das dürfen sie nicht mehr. Diese Fahrzeuge dürfen nicht mehr gefahren werden. Und das ist wirklich falsch. Wir haben teilweise hier, dass uns Polizisten von der Straße aus anrufen, ist wirklich so, so ein Auto wird angehalten, ja. Die wissen nicht so ganz recht, googeln das irgendwie, keine Ahnung, oder haben intern so eine, keine Ahnung, wo die nachgucken. Auf jeden Fall rufen teilweise bei uns Polizisten an und fragen nochmal genau nach, wie das jetzt ist. Natürlich glauben sie mir erst nicht und dann sage ich denen den Paragraphen, dann schlagen die da auch nochmal tiefgründiger nach und dann darf der Kunde irgendwann auch weiterfahren. Also ich will damit nur sagen, lasst euch nicht sofort abhalten, wenn irgendeine Behörde sagt, ihr dürft das nicht. Also man muss da wirklich stur bleiben und wenn ihr uns dann nicht vertraut oder nicht glaubt, habe ich Verständnis für, ganz klar. Aber dann gebt uns die Chance, meldet euch. Wir geben euch den genauen Paragraphen mit einem Text dazu. Mit dem Schein könnt ihr zu eurer Zulassungsstelle hingehen oder Führerscheinstelle oder Polizeibehörde. Und sobald die das lesen, sagen die, okay, sie haben recht gehabt, das ist eine Ausnahmesituation, das ist ein Bestandsschutzfahrzeug, das dürfen sie in der Tat noch ohne Führerschein fahren. Genau. So. Mit diesen Sätzen verabschiede ich mich und wünsche noch ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber ich habe jetzt Wochenende. Macht's gut.